Seit fast 30 Jahren fasziniert das Star-Model die Modewelt. Aber was sie wirklich kann, ist feiern. Hopp, 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 hopp. Juhu! Hopp, hopp, hopp. Heute Kate Moss. Catherine Moss wird 1974 in London geboren. Ihre Mutter ist Bardame, ihr Vater Stuart. Doch nicht auf meine Mütze, Mann. Nach 13 Jahren lassen die beiden sich scheiden, was ihre Tochter überhaupt nicht berührt. Als Teenie kommt Catherine vom rechten Weg ab und pflegt Umgang mit bösen Jungs. Mit Erfolg. 1988, sie ist auf dem Rückweg vom Urlaub und gerade zur Frau geworden. Wird sie auf dem New Yorker Flughafen von der Chefin einer Modelagentur entdeckt. Kate ist spindeldürre und sieht nicht gerade aus wie ein typisches Topmodel mit ihren schiefen Zähnen, O-Beinen und null Oberweite. Im Sommer 1990 heult sie auf dem Klo wegen ihres kleinen Busens. Da verlangt eine Fotografin der Zeitschrift The Face, sie soll barbusig posieren. Das tut sie und ihr Gesicht landet auf dem Titelblatt. Das hab ich aber gut gemacht. Sie ist 16, ihre Karriere beginnt. Kate will es schaffen. Für eine Modemarke stellt sie sich erneut mit nacktem Oberkörper vor die Kamera und bekommt einen 8-Jahres-Vertrag. Ihr Erfolg weckt Missgunst. Es wird behauptet, sie sei magersüchtig. Man nennt sie Strohhalm. Dabei hat sie zwischen Laufsteg und Shootings einfach keine Zeit zum Essen, okay? Auf den Laufsteg. Was? Okay. Die ganze Mühe lohnt sich. Mit 20 ist Kate ein Star und millionenschwer. Sie ist mit dem Schauspieler Johnny Depp zusammen. Die beiden sind das Rock'n'Roll-Paar. Kate genießt das Leben. An einem Abend schafft sie 3 Gramm Koks und eine Flasche Wodka. Juhu! Ja, ein Arzt hat ihr gesagt, das sei der beste Stoff, um schön zu bleiben. Ich bin noch schön, Jungs. Gut, Johnny schießt Kate irgendwann ab. Mach dir da Flug, Babe. Nicht mal er kann da mithalten. 1998 macht sie einen Entzug. Programm Wiederaufbereitung aktiviert. Kate macht weiter wie zuvor. Kate ist am Stachel! Bis sie von einem Verleger ein Töchterchen kriegt. Ui, guck mal. Jetzt sind Mutterpflichten angesagt. Aber ruhiger wird sie nicht wirklich. Sie und Sänger Pete Doherty sind das Rock'n'Roll-Paar. Steig auf, Babe, wir hauen ab. Schon wieder. In der englischen Boulevardpresse ist sie sogar beim Koksen zu sehen. Oh, scheiße. Shocking. Nach dem Skandal hat Kate ein paar Verträge weniger, aber sie entschuldigt sich öffentlich. Es tut mir leid. Und die Geschäfte laufen wieder. Sogar besser als zuvor. Kate ist nämlich jetzt eine Ikone. Sogleich trennt sie sich von Pete und heiratet 2011 Jamie Hinz, einen weniger durchgeknallten Rocker. Die Paparazzi überraschen die beiden beim Spaziergang mit Hund. Kate hat die 40 überschritten und zu sich selbst gefunden. Sogar mit der Oberweite hat sie sich ausgesöhnt, denn ihre linke Brust diente als Vorbild für eine Champagnerschale. Naja, ist nicht gerade super praktisch, aber gut. Schade, dass ich die Off-Stimme bin. Da kann ich nicht barbusig posen. Obwohl...